Ich selber wundere mich manchmal, wie es immer wieder möglich ist, dass ich direkt vor einem Problem stehe und ich sehe das Problem in dem Moment überhaupt nicht. Für solche psychologischen Effekte gibt es Begriffe wie zum Beispiel etwa Betriebsblindheit, aber ich finde in dem Fall, den ich meine, die Begriffe Gewöhnungseffekt und Gewöhnungsblindheit besser. Man gewöhnt sich an etwas Seltsames, Schräges, eigentlich Falsches, wie zum Beispiel Rauchen, und dann wird es eben zur Gewohnheit und ganz normal für einen. In einer einerseits vom Hintergrund her psychopathischen Welt und andererseits vom Vordergrund her akzeptierenden und unterwürfigen Welt, in einer normopathischen Welt, ist es daher auch gar kein Wunder, dass es einem normal erscheint, dass es zum Beispiel Lobbyismus gibt. Lobbyismus ist ja für viele geradezu eine Selbstverständlichkeit, eine Normalität, obwohl Lobbyismus ja eigentlich das volle und glatte Gegenteil von Demokratie ist. Also in einer repräsentativen Demokratie beispielsweise sollen ja in politischen Entscheidungen die Interessen vom Volk repräsentiert werden oder wenn man wegen zu starken Psychoneurosen etwa den Begriff vermeiden will, dann eben die Interessen der Bürger, die sollen in der repräsentativen Demokratie repräsentiert werden. Stattdessen fungieren die Bürger aber lediglich als Bürgen und Schuldner der Staatsschulden. Also, sie müssen mit Steuern den Staatshaushalt bezahlen, der seit langem schon gewohnheitsmäßig ein Schuldenberg ist, für dessen Bezahlung sie bürgen, in Klammern müssen. Und ihre Interessen sind dabei in der Praxis völlig nebensächlich, weil in der Praxis eigentlich überhaupt gar nicht die Interessen der Bürger allgemein und nicht einmal die Interessen der Wähler der mehrheitlich gewählten Parteien vertreten werden, sondern vielmehr die Interessen von Lobbygruppen, die irgendwo im Hintergrund stehen, beziehungsweise vom Hinterhalt aus ihren maßgeblichen Einfluss haben. Und ein solcher abnormer Zustand, dass alle bei der Sache mitspielen und dass das als vorbildliche, quasi lupenreine Demokratie gehandelt wird, ein solcher widersinniger, abnormer Zustand wird dann eben zur Normalität in einer akzeptierenden, unterwürfigen Gesellschaft, in einer schließlich normopathischen Gesellschaft durch eben den Gewöhnungseffekt und die Gewöhnungsblindheit. Gut, und im Grunde geht es dabei ja auch nur um Geldgier, aber eben auf der Basis von Suchtverhalten, also gar nicht endgültig zu befriedigen und stattdessen immer auf Steigerung abzielend, also ausufernde Habsucht und dann auch zunehmende Herrschsucht. Es funktioniert halt auch nur in Kombination, weil zur erfolgreichen andauernden Ausbeutung auch erfolgreiche Unterdrückung praktiziert werden muss. Tja, und der eigentlich sogar psychopathische Charakter des Vorgangs zeigt oder offenbart sich dann insbesondere darin, dass bestimmte psychologische Grenzen immer weiter überschritten werden. Im Extrem geht man dann zumindest sprichwörtlich über Leichen, wie es so schön im übertragenen Sinn bildhaft beschrieben genannt wird. Aber jedenfalls werden dann eben irgendwann auch sogenannte Nebeneffekte oder auch Kollateralschäden durchaus nahezu jeglicher Art in Kauf genommen. Im Grunde ist die Politik schon seit 2008 dauerhaft extrem, beziehungsweise in einer Art Ausnahmezustand und auch, wie ich sagen würde, in einer Art außer Rand und Band Zustand.
Und wenn man das aber mal genauer untersucht, dann wird einem klar, dass die Politik eigentlich spätestens seit etwa 1998 voll asozial geworden ist. Und das hat sich schon in den frühen 90er Jahren abgezeichnet und weiß der Teufel, seit wann vorher schon zusammengebraut und angebahnt. Aber seit 2008 jedenfalls hat es im Prinzip seine bis heute praktizierte Gestalt angenommen. Also da ist eine Politik, die sorgt dafür, dass die Bürger immer schön arm und ausgelaugt und erschöpft bleiben und immer schön geschröpft und drangsaliert werden. Und das wird immer mit Krisen begründet. Und das sind auch tatsächlich ständig neue Krisen, die die Politik aber selber erschaffen hat, beziehungsweise die das eigentliche Werk der Politik sind, beziehungsweise das Ergebnis und die jeweils völlig logische Folge der Politik. Also die Politik erschafft beziehungsweise sorgt permanent für Ausnahmezustände, die dann wiederum als Begründung dafür genutzt werden, um dann jedes Mal Maßnahmen zu ergreifen, die jedes Mal genau dazu führen, dass immer mehr Leute verarmen und andererseits die, die schon übertrieben reich sind, eben noch reicher werden, sodass die einen üblicherweise eher zu wenig zum Leben haben und nur gerade so von Monat zu Monat zu Monat über die Runden kommen. Und die anderen hingegen absolut viel zu viel haben, so viel, dass man mit dem exzessiven Überfluss und Überschuss eigentlich nur noch Unsinn treiben kann, wie zum Beispiel die Weltpolitik auf ganz egoistische oder egozentrische Weise beeinflussen. Also, da ist repräsentative Demokratie, die die Interessen der Lobbys repräsentiert, aber dann ist der Name Demokratie dafür eben eigentlich hinfällig, beziehungsweise eigentlich schon gefallen. Demokratie mit Schwerpunkt Lobbyismus, das ist halt eigentlich logischer Unsinn. Demokratie mit Lobbyismus, Eisen aus Holz, rundes Quadrat, dreieckiges Viereck. Also ich kann da nur vor dem Gewöhnungseffekt warnen. Wenn man sich an ein Problem zu sehr gewöhnt, erkennt man es gar nicht mehr. Und wenn dann einer sagt, hey, das ist doch nicht normal, das ist doch völlig absurd, dann kann es sein, dass ihm sofort geantwortet wird, das ist doch ganz typisch, die Dinge sind halt so, das ist halt so, so läuft halt der Hase. Goddammit! God damn it! What the? Let's take it!